Hi there, fancy friends. It's Oliver, and today I've got a little bit Cotello Genovese for you. Someone made some footage of me at the Dortmunder Budo Lehrgang in Germany in 2017. And I have to say, it's always interesting to teach students of Jiu-Jitsu, Taekwondo or Kickboxing fencing principles. Here you will see action and tempo instead of using parallel riposte. Das ganze Ding, wenn wir beide mit Messern voneinander stehen, basiert die Methode hauptsächlich auf Gleichzeitigkeit. Ja, das heißt, wir haben keinen Ping-Pong, wir haben keinen Hin und Her, so wie er greift an. Das ganze Ding basiert auf Gleichzeitigkeit. Ja, das heißt, wenn er mich angreift, ja, weil wir das Ganze nicht auf Gleichzeitigkeit. Ich bin hier raus. Ich bin dann noch rein. Und gebe ihn einen mit. Ja? Dabei macht dieselbe Bewegung mit der Hand. Da sieht man auch wieder den Unterschied zwischen dem Bürgerlichen und diesem Akademischen. Ja, beim Akademischen sieht das etwa so aus. Hat denselben Effekt, er ist ziemlich tot. Ja? Aber wir können da einfach nicht so viel Zeit drauf tun. Das ist aber dieselbe Bewegung. Es ist raus, reinstecken. Ja? Es ist raus, drehen, reinstecken. So, das eine ist halt elegant. Ich stehe wieder hier, wartet, bis der Mensch das stoßen möchte, weil er gibt ihm hier eine Einladung. Ja? Keiner steht hier. Und dann kommt er nach vorne und stößt mich. Und ich habe hoffentlich längere Arbeit her. Ja. Ich stehe hier, weil er denkt, hey, da kann ich stoßen, super Sache. Okay. Ja. Geht den Schritt raus, setzt den Schritt nach. Die Hand geht dabei dahin, wo sie eben hin. Ob er jetzt greift oder nicht, ist nicht so schlimm. Aber ich stecke den Arm noch raus. Okay. The Budo Lehrgang was traditionally held on Pentecost for over 20 years, but every era ends someday, and it was a pleasure for me being part of it. Thanks Wilfried Peters and all the other teachers and students I've met there. Hope see you again someday.